Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja schon bezeichnend, dass Sie nicht geantwortet haben, Frau Haupt, denn ich fand Ihre Rede auch ziemlich schade. Es ist nämlich so, dass man es nicht wegnegieren kann, wegschieben kann, was in der Verfassung steht. Und in der Verfassung steht einfach sehr deutlich, dass es da eine Arbeitsteilung gibt. Die Grundsätze müssen wir hier festlegen und dann sollen die Länder agieren. Und deswegen kann man da gar keinen Bund-Länder-Konflikt so aufmachen, wie Sie es gemacht haben. Das war ein bisschen billig parteipolitisch bei einer Frage, wo man doch zugeben muss, dass das heutzutage auch viele Menschen in den Kirchen nicht mehr verstehen. Dass auf der Grundlage einer historischen Entwicklung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, schon arg weit zurückliegend, heute Zahlungen erfolgen in einer ganz vielfältigen und für viele Menschen intransparenten Art und Weise zwischen Kirchen und Staat, ist nicht mehr vermittelbar. Und zwar auf beiden Seiten nicht vermittelbar. Dem Steuerzahler, der den Anspruch hat, dass transparent ist, für was eigentlich Leistungen gezahlt werden, was die Rechtsgrundlage ist. Und es ist auch nicht vermittelbar auf der Kirchenseite, wo viele Mitglieder sagen, auch wir wollen eine Klarheit bezüglich der kirchlichen Finanzen und wollen, dass das nicht intransparent geregelt ist. Und es ist außerdem nicht vermittelbar, dass es einen Verfassungsauftrag gibt, der jetzt fast 100 Jahre zunächst in der Weimarer Reichsverfassung, dann im Grundgesetz steht und der Gesetzgeber auf Bundesebene, vorher auf Reichsebene, nicht die Kraft findet, diese Eckwerte festzulegen. Das kann man doch niemandem mehr erklären. Und ich finde, dann darf man auch in der parlamentarischen Auseinandersetzung mal anerkennen, dass auf der Seite der Linksfraktion hier ein Vorschlag gemacht ist, wo vielleicht noch nicht alles so ist, wie wir es formulieren würden, der aber im Grundansatz jetzt in einer Kommission die Menschen, die daran beteiligt sind, von wissenschaftlicher Seite, von politischer Seite, Bund und Länder und natürlich auch die Kirchen an einen Tisch zu bringen, um da einen Weg zu finden. Dieser Vorschlag ist gut und ich darf sagen, unsere Fraktion unterstützt den ausdrücklich. Und er trägt genau dem Rechnung, was für Ihre Fraktion, Frau Haupt, auch in der letzten Legislaturperiode gesagt worden ist. Eine einseitige Ablösung ohne solide Rechnungsbasis, ohne Einbeziehung der Länder und der Kirchen darf es nicht geben. Soll es auch nicht. Sie könnten zustimmen. Und Kollege Geis hat gesagt, es gibt in dieser Frage kein Gewohnheitsrecht. Ja, es muss jetzt eine Rechtsgrundlage geschaffen werden. Sie haben an einer Stelle natürlich recht. Die Länder haben teilweise jetzt, und das finden wir auch einen gangbaren Weg, an einzelnen Stellen Ablösungsvereinbarungen getroffen. Das gibt es in Nordrhein-Westfalen mit dem Bistum Paderborn, das gab es auch schon in Bayern und auch in Hessen. Das kann durchaus auch ein Weg sein, aber er entbindet nicht uns als Gesetzgeber auf Bundesebene des Auftrags, den unsere Verfassung uns gibt. Und den sollten wir endlich mal tun, wenn in wenigen Jahren es der 100. Geburtstag der Weimarer Reichsverfassung ist. Ich finde, bis dahin sollte man das wirklich mal geschafft haben. Und man muss eine Sache sehen, wo natürlich die Schwierigkeit ist. Wenn man bei heutigen Zinssätzen davon ausgeht, dass das sozusagen entschädigt werden soll und wir sind quasi bei Null, dann kann man natürlich astronomische Zahlen zusammenrechnen. Und das ist ja auch der Grund, warum die Ablösung bisher nicht geklappt ist. Es wird daher eines Entgegenkommens auch der Kirchen bedürfen, um eine Frage in der Zukunft so zu regeln, dass alle in diesem Lande das unterstützen können. Und deswegen muss man sich zusammensetzen. Aber mein Appell ist, dass eben sich alle Beteiligten an dieser Stelle bewegen, hier im Haus und auch in der Gesellschaft, um eine zufriedenstellende Lösung für die Zukunft zu finden. Denn dass es viele Leute umtreibt, das können Sie in der gesellschaftlichen Diskussion ja sehen. An einer Stelle will ich allerdings sagen, dass wir auch ein bisschen Zweifel haben an der Formulierung des Antrags, aber sowas kann man im Verfahren im Ausschuss noch mal anschauen. Bei dem Punkt 3 könnte der Eindruck entstehen, dass man meint, dass es rechtlich so ist, das, was seit 1919 schon gezahlt worden ist, kann man sozusagen da anrechnen. Wir teilen diese Rechtsauffassung so nicht,
Aber ich glaube, mit diesem Punkt muss man auch nicht so reingehen, sondern das kann man im Ausschuss vielleicht auch noch mal gemeinsam diskutieren, dass man das so formuliert, dass alle mitgehen. Und ich hoffe und wünsche mir wirklich sehr, dass wir gemeinsam dieses hinkriegen. Zeiten von großen Koalitionen sind ja manchmal auch Zeiten, wo Sachen von längerfristigen Aufgaben sozusagen endlich mal angegangen werden. Vielleicht geben Sie sich einen Ruck. Hier vor dem 100. Geburtstag des Auftrags ihn mal einzulösen, wäre wahrlich wirklich nötig. Das Wort hat der Kollege Andreas Schwarz für die SPD-Fraktion.